Mit dem Hochdeutsch klappt es natürlich nur überwiegend. Aber ich glaube, man kann mich verstehen. Liebe Genossinnen und Genossen, liebe Gäste, sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße euch auch ganz herzlich zu unserem Konvent im Berliner Umweltforum. Dietmar hat mir jetzt schon ein bisschen was weggenommen mit der Auferstehungskirche. Man hat mir gesagt, das wäre ja die Auferstehungskirche. Das lassen wir mal so stehen für uns. Mit diesem Konvent starten wir in die Endphase des Wahlkampfes und wir machen deutlich, was unser Angebot an die Wähler und Wählerinnen ist, welchen Weg wir einschlagen, wie er sich von den anderen Parteien unterscheidet, was unsere ersten Schritte sein werden und mit wem wir zusammengehen würden. Wenn es denn so sein sollte, dass sich noch jemand auf den anderen Weg machen möchte, als auf den, der direkt in Frau Merkels Regierungszimmer führt. Im Moment sieht es ja nicht so aus. Wer SPD und Grüne doch noch auf den Weg für einen Wechsel drängen will, der und die werden um eine starke Linke nicht herumkommen. Liebe Genossinnen und Genossen, wir erleben einen seltsamen Wahlkampf. Frau Merkel redet unentwegt vom Wohlfühlparadies Deutschland. Und aus allen Kanälen schallt, dass die Wahl ja eigentlich schon entschieden sei. Dass bereits klar ist, dass an Merkel kein Weg vorbeiführt. Merkels seichte Familienspots und alles wird gut versprechen, sollen deutlich machen, diejenigen, für die nicht alles gut ist, diejenigen, die nicht in diese heile Familienwelt passen, die sollten am besten gleich zu Hause bleiben. Die Wahlforschung nennt das asymmetrische Demobilisierung. Ein Teil der Wahlberechtigten wird systematisch entmutigt, zur Wahl zu gehen. Mutti macht das schon für euch. Mehr ist nicht drin. Wer aber auf Leiharbeit angewiesen ist oder in zwei Jobs arbeitet oder sich mit 400-Euro Jobs durchhangeln muss, wer die halbe Nacht an der Selbstständigkeit arbeitet und in freiwilligen Überstunden die Betreuung von Kranken und Alten am Laufen hält, wer seit Jahren durch Maßnahmen und Demütigungen auf dem Amt geschliffen wird, wer als Verkäuferin, Erzieherin oder Krankenpflegerin sich mit einem bescheidenen Lohn zufrieden geben muss und zusehen muss, wie einige wenige immer reicher werden, all diese Menschen brauchen laut Frau Merkel gar nicht erst zur Wahl gehen, da sich ja ohnehin nichts ändert. Unsere Botschaft ist aber, gerade diese Menschen haben allen Grund zur Wahl zu gehen, um die Regierung Merkel endlich abzuwählen. Sie haben allen Grund, die Linke zu wählen, damit sie auch im künftigen Bundestag eine Stimme haben. Aber es ist nicht nur Frau Merkel, die einen Teil der Wähler und Wählerinnen einlullt. Es ist auch ein erheblicher Teil der Opposition, SPD und Grüne. Das zum Duell der Giganten hochstilisierte Fernsehduell zwischen Merkel und Steinbrück hat allen, die nach der ersten Hälfte noch nicht eingeschlafen waren, gezeigt, dass die SPD nicht in der Lage ist, für einen wirklichen Politikwechsel zu kämpfen. Was wir im TV-Duell gesehen haben, war symptomatisch für den ganzen Wahlkampf. Merkel und Steinbrück führen an der Spitze der großen Parteien einen Wahlkampf, der nicht mal so tut, als würde über die Unterschiede gestritten. Die beiden haben doch gewirkt wie ein altes Ehepaar. Mit Blick auf die Regierungsbildung wollen sie es sich nicht miteinander verderben. Das ist nicht nur ärgerlich, es ist gerade mal so interessant, wie einem alten Ehepaar beim Streiten zuzuhören. Die drängenden Fragen unserer Zeit werden nicht angesprochen. Und wenn es Steinbrück mal gelingt, den Finger in die Wunde zu legen, wie bei NSE, den Niedriglöhnen, der Altersarmut, dann stellt sich sofort heraus,
dass die Sozialdemokratie bei den politischen Entscheidungen, die diese Probleme verursacht hat, doch überall dabei waren. Glaubwürdigkeit sieht so völlig anders aus. So vergesslich sind die Wähler und Wählerinnen nicht. Wer heute noch stolz auf die Agenda 2010 ist, dem nimmt man einfach nicht ab, dass er glaubwürdige soziale Politik machen will. Einziges Highlight des Kanzlerduells war vermutlich die Halskette von Frau Merkel. Und das ist bezeichnend. Die entscheidende Frage ist aber doch nicht, welche Kette Frau Merkel um den Hals trägt, sondern wie lange wir sie noch am Hals haben wollen. Frau Merkel meine ich, nicht die Kette. Wer das nach dem Duell immer noch nicht begriffen hat, dem muss spätestens ein Licht aufgegangen sein, als die SPD so bitter getroffen war von Merkels Aussage, die SPD wäre in der Europapolitik unzuverlässig. Ich finde auch, Merkels Äußerung war völlig ungerecht. Die SPD war in der Europapolitik leider immer sehr verlässlich. Merkel konnte sich bei jedem Verarmungs- und Kürzungsprogramm darauf verlassen, dass SPD und Grüne morgens gegen ihre Politik wettern, während sie nachmittags allen Maßnahmen zugestimmt haben. Und mit ihrem Jammern zeigt die SPD nur, dass sie auch nach der Wahl für nichts anderes gut sein will. Ich finde wirklich, dass Frau Merkel sich bei der SPD entschuldigen soll. Dann gibt es am Anfang der Großen Koalition auch nicht so viele Misstöne auszuräumen. Dabei wäre es doch höchste Zeit für einen Politikwechsel. Ein Weiter-so ist doch desaströs für die Mehrheit der Bevölkerung in diesem Land. Nach acht Jahren Merkel ist das Land sozial ungerechter. Immer mehr Menschen sind trotz Arbeit arm. Die Renten wurden gekürzt. Die Kluft zwischen Arm und Reich vertieft sich. Gesundheit, Energie und Wohnen werden immer teurer. Deutschland ist unrühmlicher Europameister im Waffenexport und die Kürzungspakete, die diese Regierung nach Europa exportiert, gefährden die Zukunft unseres Kontinents und rauben Millionen Menschen die Hoffnung auf ein gutes Leben. 8 Jahre Merkel sind genug. Aber wir, die Linke, scheinen die Einzigen zu sein, die wirklich die Abwahl von Frau Merkel will. Wir sind die einzige Partei, ich betone die einzige, das soll man ja nicht so oft betonen, bei der sich die Wähler sicher sein können, dass unsere Abgeordneten nach dem 22. September auf keinen Fall Frau Merkel zur Kanzlerin wählen werden. Durch ihre Ausschließeritis gegenüber der Linken sind SPD und Grüne die beste Lebensversicherung für Frau Merkel. Von einer alleinigen Regierungsmehrheit sind sie doch so weit entfernt wie Eintracht Braunschweig von der deutschen Meisterschaft im Fußball. Durft man das jetzt nicht sagen, ist jemand von Braunschweig hier? Die sind gerade letzter. Zwei Wochen vor der Wahl dominieren die Fragen nach künftigen Koalitionen die öffentliche Debatte. Kein Interview, in dem wir nicht gefragt werden, ob wir uns an einer künftigen Regierung beteiligen werden. Unsere Antwort darauf ist immer dieselbe. Für uns stehen Inhalte im Mittelpunkt. Unser Ziel ist es, die Lebensverhältnisse von Millionen Menschen in diesem Land zu verbessern. Das ist für uns der entscheidende Maßstab für unsere Politik. Applaus
deshalb legen wir auf diesem Konvent 10 konkrete Vorschläge für einen wirklichen Politikwechsel vor. Wir nennen unsere Ziele und auch die Einstiegsprojekte für den Beginn der Legislaturperiode, unabhängig davon, ob wir in der Regierung sind oder in der Opposition. Lasst mich aber auch klar sagen, noch ist es nicht zu spät, der Demobilisierungsmasche von Merkel einen Strich durch die Rechnung zu machen. Wir haben noch 2 Wochen Zeit. Und wir machen vor den Wahlen deutlich, wie wir das machen wollen. 10 Kernziele benennen wir. Und diesen wird sich die künftige Fraktion in den ersten Wochen nach der Bundestagswahl widmen. Und wir hindern keine Partei daran, diese Ziele zu unterstützen. Lasst mich 3 Punkte zum Einstieg davon benennen. Arbeitsmarkt. In keinem Industrieland ist die Deregulierung auf dem Arbeitsmarkt und die Spaltung zwischen Niedriglöhnen und höheren Einkommen sowie zwischen Leiharbeiterinnen und Arbeitern, Menschen mit Werkverträgen und Teilzeitbeschäftigten so groß wie bei uns. Die anderen Parteien haben das politisch gewollt. Herr Schröder ist heute noch stolz, dass wir in Deutschland den größten Niedriglohnsektor in Europa haben. Wir aber werden unseren Frieden mit prekären Beschäftigungsverhältnissen niemals machen. Wir akzeptieren nicht, dass Menschen, die voll erwerbstätig sind, sich jeden Tag krumm machen müssen und von ihrem Lohn nicht leben können und sogar noch auf ergänzende Sozialleistungen angewiesen sind. Wir akzeptieren auch nicht, dass Hunderttausende in der Leiharbeit tätig sind und häufig 30-50% weniger bekommen als ihre festangestellten Kolleginnen und Kollegen. Es kann nicht sein, dass gleiche Arbeit ungleich bezahlt wird. Deshalb sind unsere Einstiegsprojekte in eine Lohnoffensive völlig klar. Wir brauchen einen flächendeckenden Mindestlohn von 10 Euro die Stunde und er darf auch nicht weniger sein. Leiharbeit muss perspektivisch abgeschafft werden und solange wir das nicht schaffen, müssen Leiharbeiter die gleiche Bezahlung bekommen wie ihre angestellten Kolleginnen und Kollegen. Und wir sagen sogar noch, damit die Unternehmer die besondere Flexibilität ihrer Leiharbeiter wertschätzen, müssen sie einen Flexibilisierungszuschlag von 10% bezahlen. Arbeit darf nicht krank machen. Stressbedingte Krankheiten nehmen zu. Befristung, Werkverträge, Leiharbeit, Überstunden. Diese Arbeitsformen machen es unmöglich, ein Leben zu planen. Deshalb bringen wir zeitnah nach der Wahl einen Antrag in den Bundestag ein, in dem wir sachgrundlose Befristungen verbieten wollen. Es muss Schluss sein mit dieser ständigen Befristerei. Wir wollen, dass die Menschen ihre Zukunft planen können und nicht in ständiger Unsicherheit arbeiten und leben müssen. Es ist vertrackt. Die einen sind permanent unterbeschäftigt und in unfreiwilliger Teilzeitarbeit, sind in Mini- und Midi-Jobs gefangen, ohne dass sie von ihrer Arbeit davon leben können. Und die anderen leiden unter permanenter Überlastung, Stress oder gar Burnout. Wir werden zu Beginn der Wahlperiode beantragen, dass die zulässige wöchentliche Höchstarbeitszeit von derzeit 48 auf 40 Stunden gesenkt wird. Überstunden müssen effektiv begrenzt werden. Damit werden auch die Arbeitsbedingungen familien- und lebensfreundlicher.
Frauen sind besonders häufig von unfreiwilliger Teilzeit, geringfügiger Beschäftigung und schlechter Entlohnung betroffen. Sogenannte frauenspezifische Berufe sind systematisch schlechter gestellt. Wir wollen auch auf diesem Feld gleichen Lohn für gleiche Arbeit, liebe Genossinnen und Genossen. Die Entlohnung und die Arbeitsbedingungen von Erzieherinnen und Erziehern, Krankenschwestern und Pflegerinnen und Beschäftigten im Einzelhandel wollen wir verbessern. Zu Beginn der Legislaturperiode werden wir deshalb als ersten Schritt einen Antrag einbringen, mit dem Mini- und Midi-Jobs in sozialversicherungspflichtige reguläre Beschäftigung überführt werden soll. In der Perspektive müssen wir aber dafür kämpfen, dass alle Menschen Arbeit haben, von der sie leben können und dazu noch so viel verdienen, dass sie eine auskömmliche Rente bekommen. In der Rente wollen wir wieder mehr Gerechtigkeit und ein vernünftiges Auskommen im Alter. Es ist unerträglich, dass Rentnerinnen und Rentner jeden Cent dreimal umdrehen müssen und ihr Lebensstandard häufig im Alter brutal abstürzt. Wir wollen, dass am Ende der nächsten Legislaturperiode keine Rentnerin und kein Rentner mehr in Armut leben muss. Deshalb bringen wir nach der Wahl ein Rentenkonzept in den Bundestag ein. Es beinhaltet folgende Eckpunkte. Als einzige Partei in diesem Land macht die Linke keinen Frieden mit der Rente erst ab 67. Es würde für einen Durchschnittsverdiener gerade mal 6 Euro im Monat kosten, wenn das Renteneinstiegsalter wieder auf 65 gesetzt würde. Ich bin überzeugt, würden wir darüber eine Volksabstimmung machen, würde sie eindeutig gegen die Rente mit 67 ausgehen. Wir wollen die paritätische Finanzierung in der Rentenversicherung wiederherstellen und das Milliardengrab Riester-Rente beenden. Die Privatisierung der Rente, man kann es nicht oft genug sagen, ist ein Irrweg. Alle wissen das. Die Prekären können sie sich nicht leisten und selbst wer alles wie vorgeschrieben macht, könnte genauso gut die Euros unter die Matratze legen. Es würde nichts ändern. Dann würden wenigstens die Finanzmärkte nicht damit befüttert. Wir wollen die Riester-Rente, die Ansprüche aus der Riester-Rente auf freiwilliger Basis in die gesetzliche Rente überführen, weil die gesetzliche Rente muss gestärkt werden und nicht die private. Damit der Grundsatz der Lebensstandardsicherung wieder mehr wird als ein Begriff aus fernen Zeiten, es war nämlich mal der Grundkonsens, die Rente muss den Lebensstandard sichern. Wollen wir, um das zu erreichen, dass das Rentensicherungsniveau wieder auf 53% steigt. Wer die Rentenformel nicht ändert, nimmt in Kauf, dass mit dem Absinken des Rentenniveaus auf 43% Altersarmut ein Massenphänomen wird und bis weit in die gesellschaftliche Mitte hineinreicht. Das müssen wir SPD und Grünen auch mal sagen. Wenn Sie die Rentenformel nicht ändern, produzieren Sie Altersarmut. Im Lauf der Legislatur wollen wir weiter ein Konzept für eine solidarische Mindestrente von 1050 Euro. Sie gewährleistet, dass Millionen Menschen, die ihr Leben lang schlecht bezahlt waren, am Ende ihres Lebens nicht zu Bittstellern werden. Und ich finde im Übrigen, dass das in einem reichen Land das Mindeste sein muss, dass Menschen in Würde und Respekt altern können. Das können wir doch verlangen. Applaus
Dritter Punkt, Gesundheit. Arbeit, Rente, Gesundheit, in allen Bereichen sind die Leistungen in den letzten Jahren immer schlechter geworden. Wir haben längst die Zweiklassenmedizin und die meisten Menschen empfinden das auch so. Es gehört zur Alltagserfahrung, dass Privatversicherte gegenüber gesetzlich Versicherten bevorzugt werden. Dass es ungerecht ist, dass Menschen mit geringem Einkommen prozentual mehr für ihre Gesundheit bezahlen müssen als Menschen mit hohem Einkommen und Beschäftigte mehr als die Arbeitgeber, liegt doch auf der Hand. Die Finanzmisere im Gesundheitssystem hat maßgeblich damit zu tun. In den Krankenhäusern wird diese Misere hauptsächlich auf dem Rücken der Beschäftigten und der Patienten ausgetragen. Die ärztliche Versorgung auf dem Land ist häufig nicht gesichert und Zuzahlungen wie Eigenleistungen reißen für viele Menschen große Löcher in die Geldbeutel. Unser Ziel ist ganz klar: Wir wollen, dass niemand mehr wegen seines Einkommens unterschiedliche medizinische Behandlung erfolgt. Alle müssen gleich behandelt werden. Wir wollen eine solidarische Gesundheitsversicherung, die allen Menschen eine gesicherte medizinische Behandlung auf hohem Niveau garantiert. Als Einstieg werden wir beantragen, die Beiträge der gesetzlichen Krankenversicherung wieder paritätisch von Arbeitgebern und Beschäftigten zu finanzieren. Damit entlasten wir übrigens alle Versicherten. Zudem werden wir umgehend die Abschaffung der Zuzahlungen beantragen. Brillen und Zahnersatz müssen wieder in die Regelversorgung aufgenommen werden. Liebe Genossinnen und Genossen, das sind drei konkrete Einstiegsprojekte für mehr Gerechtigkeit, für mehr Solidarität. Am Wochenende haben wir erlebt, dass Schwarz-Gelb langsam die Düse geht. Es wird jetzt wieder das rot-rot-grüne Schreckgespenst gemalt, die roten Sockenkampagne wieder hervorgekramt. Wie schlecht muss es Ihnen gehen, dass Sie auf solche billige Mittel zurückgreifen? Aber vor was wollen Sie eigentlich den Menschen Angst machen? Vor einer Politik der sozialen Gerechtigkeit? Mehr Demokratie? Frieden? Es gibt tatsächlich Menschen, insbesondere solche mit Millionärs- und Milliardärs-Hintergrund, die müssen in der Tat mit unserem Programm etwas fürchten. Die können mit unserem Programm nicht ganz zufrieden sein. Die meisten anderen Menschen in dieser Gesellschaft können aber bei der Verwirklichung unseres Programms nur gewinnen. Wir wollen nicht länger zusehen, dass auf der einen Seite Menschen immer mehr Reichtum ansammeln und immer weniger an die Gemeinschaft zurückgeben, während Millionen von Menschen jeden Cent rumdrehen müssen. Es muss wieder selbstverständlich werden, dass Menschen von ihrem Lohn und ihrer Rente leben können, dass beim Arzt nicht nach Versicherungsart behandelt wird und man Menschen nicht am Gebiss ansieht, wie viel sie verdienen. Wir stehen verlässlich an der Seite der Menschen, die uns am 22. September ihr Vertrauen schenken. Sie sollen uns messen können an dem, was wir heute ankündigen. Unser Maßstab sind die Lebensverhältnisse der Menschen. Wir laden alle außerparlamentarischen und parlamentarischen Kräfte dazu ein, mit uns dieses Land sozialer zu machen. Wer sicher gehen will, dass Merkel dieses Land nicht noch weitere 4 Jahre lähmt, muss am 22. September an die Wahlurne. Wir sind bereit, Angela Merkel vom Chefsessel zu stürzen. Wer das will, der muss dafür sorgen, dass es eine starke Linke gibt. Und ich sage ganz zum Schluss, wir brauchen keine Angst haben vor mehr Rot in dieser Gesellschaft. Ich habe schon auf dem Parteitag gesagt, lasst uns rausgehen, die letzten 14 Tage nutzen,
Lasst uns auf die Straßen und Plätze gehen, damit die Farbe Rot in diesem Land wieder Mode wird. Weil die Farbe Rot ist die Farbe der sozialen Gerechtigkeit. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Applaus